gibt's nichts Besseres! Ja, scheiß drauf! Bitte wählt mich hier raus. Komplett Eskalation. Er hat kein Gehirn. Was, wegen meinen müden Trash-Augen da? Mich konnte man früher auch manipulieren, aber die Zeiten sind vorbei. Du bist auch nicht mehr so knusperfrisch. Egal! Einmal Randale, bitte. Wir sind alle per Du hier. Ihr wisst, wie sieht's. Ich bin richtig schockiert. Und hier kommt der richtige Trash bei Kampf der Reality Stars. In einer herrschaftlichen Bretterburg trafen sich die edelsten Helden aus dem Reich der Reality. Wir waren fett im Fernsehen. Die vielleicht wichtigste Frage: Konnte Thailand seit Promis unter Palmen die Weinvorräte wieder auffüllen? Und ist das hier noch Trash-TV oder schon richtiger Trash? Weil Wolle Rose kaufen. Heldenhafte Märchenprinzen, prachtvoll und stolz. Wunderschöne Prinzessinnen, voller natürlicher Anmut. Ich bin ein Star. Ich habe keine Ahnung, wer ist. Kämpfen, kämpfen, kämpfen. So, Leute, jetzt legt mal bitte schön alle Bücher möglichst weit weg und verordnet euch bitte nach diesem Video so circa 2 bis 4 Stunden Atem zum Runterkommen. Die Jenny hat nicht mal einen BH, den sie anziehen kann. Was macht ihr denn mit uns? Hier wird man verrückt. Das große... Was ist das? Spiel geht wieder von vorn los. Gott sei Dank liefert RTL 2 so eine Kurzbio mit. Die sind so prominent, bei einigen würde wirklich Google noch nicht mal was finden. Was heißt Wuchelt? Ich weiß, was das heißt. Du hast mega viele Leute verletzt, die mir gut getan haben. Ey, du mit deiner Menschlichkeit. Ganz ehrlich, Chris. Mir geht's richtig auf den Sack. Oh je, auch das Dramaboot wird stranden. Alle hassen sich, mit anderen Worten, vielversprechend. Chris ist für andere sowas wie Kubis Spucke in Person. Ich liebe alles. Liebe Reality-Stars. Oh nee, da steht irgendeine Sprache. Du stehst auf Männer? Hier ist eine Ratte. Hi. Jeder normale Mensch, wenn dein Dozent oder deine Lehrer dich dazu zwingen, doch die Kamera mal schnell anzumachen. Nur eine Ratte, bitte nochmal gründlich nachzählen. Claudia Obert, unsere Sektphilosophin, besser bekannt auch als Wodka Hontas, ist endlich wieder zurück. Ein Scheißgefühl. Liebe Reality Stars, nun schlägt die Stunde der Wahrheit. Ich werde richtig weinen, da werdet du sehen. Deine Sendezeit ist abgelaufen. Das kurze Intro ist jetzt schon vielversprechender als mein Leben seit März 2020. Oh, wir hatten es alle befürchtet. Es ist der Wahnsinn, was die Technik seit ihrem großen Update alles kann. Wie tough sie alles abliest und Emotionen fast schon menschlich vorspielen kann. Los geht's, die Kandidaten ziehen ein. Wir sind zurück in Thailand am Strand der größten Fernsehstars. Die es für schmales Geld zu haben gibt. Germany's Next Shampoos Model, Claudia Obert. Yeah, thank you so much for all of you. Ich würde fast wetten, dass Claudia Obert die erste ist, die den Leuten hier Trinkgeld gibt. Aber natürlich, sie kann aber nichts auslassen, was irgendwas mit Trinken zu tun hat. Claudia Obert ist natürlich hier die erste Kandidatin. Sie ist auch die einzige, die hier ersäuft, ohne abzusaufen. Wo ist jetzt der Milliardär, dem das hier alles gehört? Den will ich zuerst kennenlernen. Mein Name ist Claudia Elisabeth Obert. Alkoholikerin, ja, ich bin Genusstrinkerin. Schatz, lieber meinen Mund, bevor ich irgendwas sage, sonst heißt das wieder, naja, anyway. Haben die keinen Blick? So eine Frau müsste sich nie so aus, wenn sie Alkoholikerin wäre. Machen wir doch erstmal ein kleines Tasting hier. Mein Lieblingsgeräusch. Natürlich hat Claudia Obert kein Sitzen. Da sitzt mehr als im gesamten Berliner Nahverkehr. Leute, ich glaube, das reicht schon. Wir brauchen eigentlich gar keine Vorstellung der Kandidaten, kann gleich losgehen. Und ganz standesgemäß sehen wir, natürlich lässt Claudia ihr Gepäck dort liegen. Claudia trägt nur Champagnerflaschen. Herrlich. Also mehr geht nicht. Unsere deutsche Angela Merkel. Und es geht weiter. Der nächste kommt schon. Ich bin 24 Jahre alt. Ach, guck mal, er ist ja exakt Claudias Beuteschema. Der ein oder andere kennt mich schon von Love Island. Ich bin Tim Kühne. Ich trinke gar keinen Alkohol. Bitte geh! Da hinten ist die Tür. Tschüss. Trinkst keinen Alkohol. Tut mir leid. Warum hat Jesus aus Wasser Wein gemacht, dass wir Wasser trinken? Nein. Claudia, wenn sie erfährt, dass ihre Mitkandidaten keinen Alkohol trinken. Wenige Augenblicke von Kampf der Reality Stars sind erst um. Und eigentlich ist jetzt schon klar, egal wer kommt, es kann eigentlich maximal nur noch um Platz 2 gehen. Weißt du überhaupt, wer ich bin? Kommst du her? Ich war bei Love Island. Love Island geh ich noch. Kennst da muss du? Ich noch hin. Ja, sorry, da war ich noch nicht. Das haben sie nach mir benannt. Nö, sonst hieß es ja Altglas Island. Altglas Island. Bitte, liebe Claudia Obert-Fans, nicht aufregen. Es ist eine alte Trash-TV-Weisheit. Egal wie sauer du bist,
Claudia Obert ist immer Whisky sauer. Da kommt schon die nächste Person. Jennifer Reilly. Meine Eltern wussten nicht, wie man das schreibt. Dann haben die das falsch geschrieben. Kennt mich aus Berlin Tag und Nacht. Ey, was ist das denn? Habe ich noch nie gehört. Ich habe da 3,5 Jahre die Rolle der Alessia Favelli gespielt. Die war irre, die war durchgeknallt und das war das, was ich mit meiner Rolle ähnlich hatte. Aha, und wer bist du? Jennifer Reilly. Arbeitest du hier? Gott sei Dank stellen die sich vor. Jennifers Eltern wussten also nicht, wie man ihren Namen schreibt. Das Niveau ist hier schon mal geeicht. Ich bin aktuell Influencerin. Hello, hello. Ja, ich bin sehr schlau. Merkt man das? Nein, nein. Danke. Eine Frage, trinkst du Alkohol? Ein bisschen. Gar nicht. Normalerweise hätte ich sie niedergeschlagen. Oh Gott, wie soll ich mit euch was werden? Ach so, dann bekommt der Gewinner hier überhaupt nicht das Ticket für die Betty Ford Klinik. Hier Leute, jetzt trinkt doch mal bitte mit der Claudia, bevor ihr gleich noch einen Nervenzusammenbruch bekommt. Wenn das hier jetzt so weitergeht, könnte es fast sein, dass Claudia Obert tatsächlich die einzige ist, die man hier kennt. Das ist auf jeden Fall ein Mann, glaube ich. Ja. Dieser Gerichtsvollzieher, der da immer bei RTL ist. Hoffentlich kommt ihr nicht, um mich abzuholen. Weiter von Traumfrau gesucht. Und dann wird es für die eine oder andere eine kleine Überraschung geben, wenn sie sich gut verhält. Und die andere, die sich schlecht verhält, die kriegt halt nichts. Aus die Maus. Ich liebe Claudia einfach. Aber hier, das mit dem Gerichtsvollzieher ist natürlich völlig nachvollziehbar. Claudia Obert, André Mangold, Gina Lisa. Wenn du dir unsicher bist, ob das noch Kampf der Reality Stars ist oder nicht eben doch die Gruppensitzung beim Insolvenzverwalter. Ja, ihr seid aber zwei hübsche Schwestern. Danke. Ja, weil eine allein kann gar nicht so hübsch sein. Erster Eindruck? Frag mich was anderes, bitte. Du weißt ja, Essen und Trinken sind die drei schönsten Dinge im Leben. Aber wieso drei? Essen und Trinken sind zwei Sachen. Das dritte fällt unter die Zensur. Ja. Ich glaube, dass er so dumm ist, wie er sich anstellt. Walter macht sich natürlich einfach direkt an alle ran. Kann ihm vielleicht irgendjemand mal sagen, obwohl wir hier in Thailand sind, ist das hier nicht Traumfrau gesucht XXL? Okay, ich glaube, man braucht tatsächlich Claudia Oberts Pegel, um diese Leute hier zu ertragen. Das weißt du ja am besten, die 10 schönsten Jahre einer Frau sind zwischen 39 und 40. Bitte wählt mich hier raus. Wenn noch so ein paar Deppen ankommen, hier so ein paar dumme Jahre. Oh Gott. Wenn Claudia Obert die Normalste ist, dann sagt das schon was über den Cast aus. Angeblich kommt ja noch der Sohn von Jenny Elvers. Das ist ein bisschen schwierig, ne? Seine Mama hat ja mit so viel Kraft diese Scheißkrankheit überstanden. Und jetzt muss ausgerechnet er sich hier mit so vielen Flaschen rumschlagen. Und damit meine ich nicht nur die Lehren von Claudia Obert. Ich bin berühmter geworden, durch die Wort fick und fertig. Und ciao, genau noch. Ich bin fick und fertig. Ich bin Bahnhof. Mokkeli. Einfach ohne Röhre. Die Leute verstehen auch. Oder Fickadelle. Nachumol hat schon Trash-TV gemacht, als RTL das noch als Kuppelsendung tate. Sie hat natürlich einen ganz kleinen Vorteil. Gequirlte Scheiße kennt sie wirklich nur allzu gut. Ich hab so eine fettige Haut, weißt du? Ich bin Leo Mascher, ich drehe YouTube-Videos. Seh mal, was tust du mich denn so auf dem Boden? Kurz mal knatscht. Auf jeden Fall krass. Ich glaube schon, das wird verrückt. Ich wollte das erste Mal in meinem Leben hier ein Buch lesen. Weißt du, ich habe noch nie ein Buch gelesen. Ja, das glaube ich sofort. Kann es sein, dass unser Leon hier, naja, sich vielleicht doch ein bisschen zu oft mal die Nase gepudert hat? Ah, er ist ein YouTuber. Deswegen kennen wir den alle nicht. Nein, Quatsch, ne? Leon Mascher hier bei Kampf der Reality Stars ist schon krass. Ich bin die Nagelmoll. Ja, Oma. Sagt man so. Ni hao? Ni hao? Ni hao, was ist das? Chinesisch oder was? Nein, thailändisch. Weiß ich, thailändisch. Ni hao? Nein, sorry, hä? Boah, das hat sich gerade angefühlt, als wäre ein Stück Gehirn mit rausgekommen. Einfach, dass meine Mutter mich im Fernseher sieht. Dann würde ich sagen, Alter, das ist mein Sohn. Ja, das Internet hat sie ja definitiv schon verbannt und sie hat sich eine neue Identität zugelegt, als sie gesehen hat, was ihr Sohn so auf YouTube macht. Nicht jeder fällt vom Himmel als Star. Man muss den Leuten auch mal einen halben Tag Zeit lassen. Aber habt ihr so Bock auf die Show? Ja, klar. Nee, Walter, du musst aufstehen. Wir dürfen nicht schlafen am Tag. Das haben die gesagt. Entschuldigung, ja. Oh, Leute, Walter hat schon seine kurze Hose an. Ich glaube, das wird heute sehr schwierig. Walter darf hier also nicht schlafen. Entschuldigung, aber was ist das bitte für eine Quatschregel? Wir wissen hier alle spätestens seit dem Dschungelcamp, dass Schlafen und Unterhalten in einem sehr gut geht. Boah, keine Ahnung mehr, das ist mal richtiger Reality-Star. Ich glaube auf jeden Fall, jetzt kommt hier noch mal ein bisschen Schwung in die Bude. Ich würde sagen, ich bin das erste Reality-TV-Kind.
Kind Deutschlands. Denn Paul ist das Erzeugnis von Jenny Elvers und Big Brother Star Alex Jolich. Woher kennt man dich? Sorry für die Frage. Ach, alles gut. Meine Mutter hat Jenny Elvers. Ganz so schlimm kann es doch eigentlich sein, wenn irgendwelche Z-Promis tatsächlich eher Claudia Obert erkennen als den Sohn von anderen Z-Promis. Wahrscheinlich macht er einfach genau das, was er am besten kann, Sohn sein. Paul Elvers, das heißt wirklich, die zweite Generation von Trash-TV-Stars ist jetzt im Fernsehen. Es schließt sich also ein Kreis. Der Pipi! Ja, die Treppen hoch zur Toilette, da ist der Wahnsinn. Oh, da schnaufen man schnell. Oh. Oh. Ich bei den Bundesjugendspielen, nachdem ich mir meine Sportschuhe angezogen habe. Es würde mich nicht wundern, wenn wir Naomol bald so ja, alle 4 bis 5 Stunden mal schwimmen sehen, anstatt hier die Treppen hochzulaufen zur Toilette. Da kommt einer! Oh ja! Oh. Luna! Bailando! Yes! Was man hier für Leute trifft. Mit ihr konnte ich mich zum Beispiel sofort über auch tiefere Dinge unterhalten. Mein weißt Gott, du, warum Männer 2 Augen haben, damit sie nicht schälen müssen? Schacht mir so, weißt du was? Schau mal mein Gehirn ein. Walter, der Dad Joke auf 2 Beinen. Luna ist auch da. Ist es ein Zufall, dass direkt nach Kampf der Realities das prominent und obdachlos läuft? Da müssen wir ja rausfinden. Ich habe schon gesehen, dass einige der Teilnehmer mich als Führungsperson akzeptieren. Das tut einem natürlich gut. Ich, wenn ein Video von mir mehr als 5 Likes bekommt, das könnt ihr jetzt direkt schon mal machen. Und natürlich ein Abo mit Glocke da lassen. Ich glaube, wir haben eine sehr gute Kampf der Realities der Staffel vor uns. Ich wollte mich im Namen aller Herren bei den Damen bedanken. Und das ist natürlich auf Deutsch ein Walterser Preis wert. Mal richtiger, wie sagt man? Kavalier? Du bist ja echt der Wahnsinn. Nein, Walter ist kein Wahnsinn. Walter ist maximal wahnsinnig. Alle freuen sich, als wären in den Taschen 2 Ampullen BioNTech und ein Gutschein für Peter Zwegert drin. Dabei hat Walter maximal für 3 Euro bei Wish eingekauft. Die Reality-Stars lesen sich intime Sprüche vor. Ich habe schon mal ein Nacktfoto verschickt. Ein was? Ein Nacktfoto verschickt. Claudia, die war doch richtig wild. Ich bitte dich, so vor 20 Jahren. Ja, ich habe mal ein Nacktfoto verschickt. So doof ist Claudia natürlich nicht. Und wenn, waren die alle sehr ästhetisch. Ihr Nokia 3210 hatte ja nur Schwarz-Weiß-Display. Ich war schon mal im Puff. Gina Lisa kommt doch erst noch später, oder? Ja. Wir sind zu Sek nach Thailand geflogen und dann nach Hinai bei Männerpuff. Das war einmalig. Männerpuff. Wie heute Josef, weiß auch nicht, ich habe Josef auch noch nie gesehen. Natürlich war unsere Naomol in einem Bordell. Was war sie danach? Fick und fertig. Also, wir hatten fest, sie war mit 6 Freunden da. Und weiter weiß ich jetzt leider auch nicht, was passiert ist. Naomol, du bist unsere Queen. Ich habe oder würde eine Liebesbeziehung vortäuschen. Geht's doch? Um mehr PR zu bekommen. Ich kann auch nicht lügen, weil es war groß in die Presse. Habe ich angeblich eine Beziehung zu Gina Lisa gehabt. War gar nicht so. War fake. Gina Lisa hat bei mir im Video gespielt. Aha, sie kann also nicht lügen und behauptet, sie hat etwas mit Gina Lisa Lofink. Entschuldigung, aber das war ganz vielleicht mal Gina Lisa Lofink vor ungefähr 30.000 Botox-Behandlungen. Okay, dass ein Musikvideo mit Gina Lisa Lofink kein riesengroßer Erfolg wird, das hätten wir ihr auch alle früher sagen können. Ich bin eine schöne Schlampe, die ihren Koffer da nicht auspackt. Ich kam wirklich aus einem echten, erholsamen Schlaf. Ich habe rechts geguckt, links geguckt, ja, ich weiß, wo ich bin. Wer ist auch so erstaunt darüber, dass Luna weiß, wo sie am nächsten Morgen ist? Leute, es wird sehr, 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 sehr billig. Oh, es kommt ein Boot, Leute! Oh mein Gott, es ist die Ex von Luna! Hallo ihr Lieben, wer bist du überhaupt? Manchmal denke ich, ich kenne dich gar nicht. Einmal im Fernsehen gewesen und ist Weltstar. So schlecht gemacht einfach. Mit dabei, bevor es in den Dschungel geht, Harald Glöckler bzw. Gina Lisa Lofink auf Wish bestellt. Die gute Nachricht, sie hätte auch einfach auf ihren Lippen nach Thailand reisen können. Was? I'm back in the game. Ich bin kein Fake. Den Lippen. Okay, Entschuldigung. Und Botox. Ganz vergessen. Okay. Oh, die ist so dumm, ey. Jetzt gibt's hier die neueste Folge von Ex on the Beach.
Scheiße! Luna! Fälschlicherweise wurden den Leuten eben die Vorherbilder gezeigt und deswegen wollten sie Gina wieder wegschicken, weil sie sich auch gedacht haben, dass das die falsche Person ist. Ehrlich gesagt bin ich mir da selber nicht so sicher. Gina, wo siehst du dich in Zukunft? Tut mir leid, Tim! Mit dem Dschungelcamp, die haben versucht, seit 4 Jahren an mich ranzukommen. Ich bin der Frederik von Anhalt, ich komme aus Hollywood. Die Burg war so die erste Reality-Show, die ich gemacht habe, 16 Jahre her. Die Leute reden heute noch drüber, ja. Freddy pinkelte Kaderlot in die Wanne. Das ist für dich. Los hier! Ich hab die Schnauze voll hier! Entschuldigt, Leute, jetzt habe ich mal kurz nicht aufgepasst. Das ist jetzt Prinz Anhalt oder Prinz aus einer Anstalt. Naja, egal. Gut zu wissen, dass unsere Freundin Kaderlot auch dabei ist dieses Jahr bei Kampf der Reality Stars. Stopp. Aber da war noch was. Genau mit dieser, wie heißt sie gleich? China Lolo. Nee, nicht China Lolo. China Lisa. Das ging in die Hose. Die habe ich dann nicht adoptiert, weil die irgendwie nicht. Die war ein bisschen doof in der Birne. Ja, da konnte ich aber nicht mit, ja. Dass dieser böse Prinz da, Frederik oder wie heißt er? Ja, dass der kommt. Geil. Das macht mir halt natürlich Angst. Wenn nicht nur das Blut blau ist. Oder anders kann ich mir das nicht erklären. Wie haben wir bei Promis unter Palmen schon so schön gesehen? Der Apfel fällt offensichtlich nicht weit vom Adoptionsbaum. Ich bin Jenny. Hast du einen Nachnamen? Willst du meinen Nachnamen wissen? Wir sind alle per Du hier. Ich aber dich. Ja. Okay. Ihr müsst mich sitzen. Ich dachte, das sind die Angestellten. Nalumon kann nicht akzeptieren. Ich bin richtig schockiert. Kürzlich hatten wir erst bei Promis unter Palmen auch so einen komischen Prinzen. Ich habe langsam so das Gefühl, Prinz ist gar kein Adelstitel, sondern eher ein Befund in einer Krankenakte. Ich habe Gina Lisa nicht erkannt, wo ich hier reinkam. Und dadurch, dass sie sich jetzt so verunschönert hat, ihr Gesicht sieht so unvorteilhaft, so hässlich aus. Das ist total fake, was da drin ist. Also meine ehrliche Meinung. Richtiger Kotzbrocken. Unser Prinz von und zu Adoption lästert hier über Gina Lisas hässliches Gesicht. Gut, er kann es sich leisten. Wie viele Leute gibt es hier eigentlich, die ihn wirklich mögen? Null! Ich finde es jetzt erstmal gut, dass er mit dabei ist. Ich habe nur so ein kleines bisschen Angst, dass ich mich zu sehr freue und er so übertreibt, dass das Ganze hier nach Folge 3 auch wieder abgesetzt wird. Und jetzt willkommen auf dem Arbeitsamt. Der freundliche Arbeitsamtmitarbeiter wird euch eine Frage übergeben. Die Stars müssen erraten, wie unsere Zuschauer diese Frage beantwortet haben. Oh, okay. Es gibt Leute, die freiwillig zugeben, dass sie RTL 2 schauen. Oh, wow. Sehr schön, dass wir direkt sehen, wo die meisten dann nach den Dreharbeiten gleich wieder hingehen. Das Arbeitsamt, oder wie es auch heißt, Endstation aller Leute, die sagen, ich möchte jetzt professionell Instagram machen. Sehr clever, Claudia Obert hat den Champagner direkt in eine Thermosflasche gegossen. Was hat Frederik von Anhalt reich gemacht? Die Hochzeit mit Chacha Gabor. Das glaube ich auch. Was denken die Zuschauer? Lüge! Lüge! Ich habe gearbeitet und die Zuschauer wissen, dass ich hart arbeite. Darauf sind die doch hier alle allergisch. Oder warum ist Gina Lisas Gesicht so angeschwollen? Es ist aber auch bitter, da haben sie hier schon sowas ja wie Arbeit und sitzen trotzdem wieder beim Amt. Was machst du, wenn du im Radio einen Song von Luna hörst? Das ist natürlich einfach. Radio umschalten, ausschalten, leiser machen oder sich übergeben. Wo siehst du Leo Mascher in 10 Jahren? Im Knast. Am Arbeiten. Krieg einen Herzinfarkt. Worum beneidet Deutschland Claudia Obert? Klar, ihre Trinkfestigkeit natürlich. Und mich braucht man nichts beneiden, mich kann man nur bedauern. Ich bin entzückt. Leute, entschuldigt, aber eine Leber in eine Minibar umzuwandeln, das muss man erstmal nachmachen. Womit bringst du Walter Hoffmann in Verbindung? Traumfrau gesucht. Traumfrau gesucht. Extrem viel Cringe. Ja, geht's noch? Ab in die Klapsmühle, aber in die geschlossene Abteilung, ja? Ja, so ein Quatsch. Wer in den Sender abstellen, das sage ich euch, ja? Jetzt geht's los. Alter. Auf der Straße, ich kann mich nicht retten. Also jedes Kind kennt mich auf der Straße. Es ist wirklich nicht leicht, ein Star zu sein. Es ist wirklich so hart, ein Star zu sein. Anne-Marie Eifert weiß genau, was er meint. Entschuldigung, ihr seid so gut. Das ist genauso, wenn man sagt, ich kenne den amerikanischen Präsidenten nicht. Ich kann mich nicht mehr retten vor Anrufen. Mann, nachts um 3 rufen mich die Leute an. Hallo Walter, wie geht's dir? Bombe. Ja.
Wer bitte ruft Walter an, von seinen Gläubigern mal abgesehen? Aber ja, es gibt tatsächlich einen Ort, an dem er richtig bekannt ist. Das Arbeitsamt. Walters Ausbruch ist wirklich das Beste, was ich seit langem hier gesehen habe. Sehr gut. Die Stars dürfen nur 4 Koffer behalten. Die Frauen zuerst, ist ja ganz klar. Jenny behält es. Wie ist dein Name? Claudia. Claudia behält. Und du? Luna. Und hier du? Gina Lisa. Behältst du da? Aber was ist mit Nahrung holen? Du bist draußen. Aua. Du kannst auch von mir Klamotten haben. Du kriegst alle von uns. Gib ich am Schatz, ja? Narumol in Klamotten von Gina Lisa Lofing. Ich glaube, ich brauche Alkohol. Das will ich sehen. Die Koffer sind weg. Damit auch das Schminkzeug von Gina, Lisa und Co. Entschuldigung, aber die sollten bestraft werden und nicht wir. Hey, großes Kompliment RTL 2 für diese Staffel. Es ist unfassbar. In diesem Gutter sind die Koffer. Spring doch rein und hol dich. Wir dürfen nicht ins Wasser. Okay, warte, eine bessere Frage. Was, wenn wir ein Floß bauen? Ich meine, es war dunkel. Ich meine, alle wissen, dass es Strömungen gibt. Oh, liebe Luna, ich glaube, da überschätzt du unseren Leon eindeutig. Leon denkt halt wahrscheinlich auch einfach, dass Floß die Mehrzahl von Flöhe ist. Soll ich nicht einfach jetzt lieber einfach jetzt fass ich pass ab. Gerard. Prinz Frederik manipuliert jeden und das ist wieder so ekelhaft, wie er halt ist. Oh nein! Aber schlau ist der Nick, er hat kein Gehirn. Das war ein massiver Regelverstoß. Alle Koffer kommen weg. Ey, mach keinen Scheiß, Mann. Doch. Folge 1 und schon sind alle Koffer weg. Ich liebe alles. Wenn das hier so weitergeht, platzen Ginas Lippen gleich. Ich hab zu dem Leon gesagt, er soll rüberschwimmen. Mich konnte man früher auch manipulieren, aber die Zeiten sind vorbei. Wobei ungeklärt ist, ob das nicht hier doch Schnecken bei der Balz sind. Es ist eine Sauerei, den Damen die letzten Koffer abzunehmen. Die Jenny hat nicht mal einen BH, den sie anziehen kann. Was macht ihr denn mit uns? Sind wir Tiere hier oder wie behandelt ihr uns? Geht's noch? Ich habe euch eine Uniform mitgebracht. Ich habe euch einen Dr. Love mitgebracht. Ich habe euch Gedichte mitgebracht. Ich habe euch Lieder mitgebracht. Das scheißt drauf, oder? Darauf kann ich verzichten, dankeschön. Ich gehe morgen nach Hause. Ihr könnt gerne meinen Flug buchen. Komplett Eskalation. Entweder wir kriegen morgen alle Koffer zurück oder ich bin morgen raus und ich verzichte auf meine Gage. Dankeschön, auf Wiedersehen. Und RTL 2 so, geil, 50 Euro gespart. Die Jenny hat also keinen BH. Ja, was macht sie denn jetzt? Du lebst doch von deinen Hupen. Da kannst du doch auch nee, ohne ist, BH gehen. Mehr ist ja nicht. Als ob das auch unseren Walter nur im Ansatz stört. Wenn man im Duden nach Profilneurose sucht, findet man direkt ein Bild von Walter. Gibt doch nicht. Aber Frederik, wir sind doch hier ein Team. Hallo. Er regt mich so auf. Er ist so ein böser Mensch. Ey, pass mal auf den, nicht, dass es hier eskaliert, Leute. Ne? Du musst dich anpassen. Ja, okay. In deinem Alter würde ich mich anpassen. Hör mal, du bist auch nicht mehr so knusperfrisch. Mir scheißegal, was du sagst. Shut the fuck up. Ich wollte heute mit dir reden. Besser. Dann streich du bist nichts Besseres. Naja, also ehrlich gesagt, wenn mich Gina Lisa Lofing verfolgt, würde ich auch flüchten. Was ist hier los? Wenn das so weitergeht, dann könnte das hier auch das Sommerhaus wirklich noch in den Schatten stellen. Gina Lisa hat einfach nichts gelernt. Natürlich spricht er nur mit ihr, wenn sie ihn standesgemäß mit eurer Hoheit anspricht. Bitte nicht. Ich kann, aber du, ich kann diesen Hass, Leben Hass hab ich, ich kann diesen Hass auch in dir verstehen. In meinem Leben mit so Menschen nichts zu tun. Ja, kein Problem. Ich hasse ihn, ich mag ihn nicht und ich werde ihn nie mögen. Ja, aber das musst weil du ja auch er nicht. Ist Frau aber das musst du ja auch nicht. Ja, dann, das ist doch scheißegal. Es gibt genug Arschlöcher. Ginas Lippen sind komplett nass vor lauter Tränen. Oder wie es auch heißt. Gina Lisa, Tochter von Karim Geis und einem Schlauchboot, hat sich ja wirklich viel wegoperieren lassen, aber ihren Ghetto-Slang offensichtlich nicht. Claudia Obert scheint wirklich die Vernünftigste hier zu sein. Was ist nur los? Gina Lisa und Prinz Frederik sind ja safe. Eine weitere Person kann gesaved werden. Dafür gibt es jetzt ein Spiel. Überlegt euch besser eine clevere Taktik. 4 Liter brauchen wir am Ende. Ja. So, das bedeutet, wir müssen es schaffen, am Ende 4 Liter zu bekommen. Oh, Reality-Stars brauchen eine clevere Taktik. Was darf Satire? Eine gute Nachricht, die meisten hier kennen natürlich die Maßeinheit Liter wegen ihrer ganzen Botox-Behandlungen. Sie müssen hier über einen rutschigen Boden eine Flüssigkeit transportieren. Für Claudia ist das natürlich kein Problem, wie oft die schon wankend und besoffen über irgendeinen glitschigen Boden geschlittert ist. Nachdenken. Ich hab's nicht verstanden. Wenn du verkackst, dann verkack ich auch. Ja, ich war schlecht. Leider war die Aufgabe nicht Echsen, sonst hätte Claudia das natürlich sofort gewonnen. Also jetzt suchen sie irgendwie eine Flasche zum Abfüllen,
Ah, Mist, die kommt ja erst noch in einer der weiteren Folgen. Gewonnen hat Claudias Team und sie safen Jennifer. Ganz ehrlich, ich bin so wütend. Ich gehe ins Bett und stehe nicht mehr auf. Oh Mann, ey. Gina Lisas Robbenlache ist genauso echt wie ihr Körper. Was? Oh Leute, aber hört ihr das? Oh, RTL 2 fährt Kathi Hummels Backstage so langsam hoch. Ich hab Angst, ich heute einen Saal verlassen sollen. Ich werde richtig weinen, da werdet du sehen. Eine Wunde, gib mir. Wer schafft es nicht einmal bei RTL 2? Kathi Hummels. Die Plätze in der Sala sind begrenzt. Kathi Hummels, das Eigentor von RTL 2. Nur Kathi ist richtig gut gelaunt. Wahrscheinlich freut sie sich einfach immer noch sehr über das Tor von Mats Hummels. Er war nämlich der Einzige, der da überhaupt ein Tor geschossen hat in dem Spiel. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber kann es sein, dass sie neue Gesichtsausdrücke geübt hat? Herr von Anhalt, liebe Gina Lisa, kommt bitte nach vorne und verkündet eure Entscheidung. Die Zuschauer, die wollen Temperament, die wollen lachen, schimpfen, weinen, alles. Einen, der mich am meisten gelangweilt hat. Paul! Naja, vermutlich hat auch Paul in genau diesem Moment schon wieder vergessen, wer dieser Paul Elvers eigentlich ist. Wie gefällt euch die Sendung? Schreibt es mir in die Kommentare. Mein Trash-Herz schlägt höher. Wenn ihr auch Bock auf mehr von Claudia erobert habt, lasst mir auf jeden Fall ein Abo mit Glocke da und gebt mir einen Daumen nach oben, wenn euch mein Video gefallen hat. Und für mehr Kampf der Reality Stars verlinke ich euch auch den YouTube-Kanal. Bis zur nächsten Folge verlinke ich euch hier schon mal die Alm. Janni ist einfach immer noch so unangenehm wie damals bei der Bachelorette. Klickt rein, wenn ihr es nicht gesehen habt. Viel Spaß mit allem. Und bis ganz bald. Ciao.